Herzlich willkommen zu Challenge Update Nummer 15. Ich bin Coach Paul und heute geht es um das Thema Rumheulen bringt nichts. Let's go! Ja, der Titel ist ein bisschen provokant, aber die Wahrheit tut manchmal auch nicht schlecht bzw. gut. Und deswegen heute ein ganz kurzes Video zum Thema Rumheulen bringt nichts. Bevor ich da tief jetzt in die Materie reingehe und dir ganz kurz und knackig meine Punkte dazu sage, ganz kurzer Hinweis, nur noch heute bis Mitternacht läuft unser No Sugar Gewinnspiel in der Low Carb Challenge Gruppe. Ich verlinke dir einfach unten in der Videobeschreibung, falls du dieses Video auf YouTube siehst, unsere Facebook-Gruppe. Unsere Low Carb Challenge Gruppe, ich habe irgendwie gerade einen Frosch im Hals, das ist immer beim Videodrehen ganz lustig. Und ich verlinke dir das auf jeden Fall, dann kannst du da draufklicken, kannst zu uns in die Challenger Gruppe kommen, sehr gerne auch die Herausforderung annehmen und dich 30 Tage lang Low Carb ernähren und vielleicht echt ein bisschen was an deinem Körper, an deinem Leben verändern. Ich würde mich sehr freuen, dich herzlich willkommen zu heißen. Und ja, das also wie gesagt nur noch heute bis 23.59 Uhr und jetzt lass uns ganz fix und schnell zum Thema kommen, rumheulen bringt nichts. Es ist ganz normal, dass hin und wieder mal ein kleiner oder ein größerer Stolperstein auf dem Weg zu unserem Ziel, zu unserem Traumkörper, zu nackt gut aussehen in den Weg kommt oder in die Quere kommt. Das ist ganz normal, auch bei anderen Projekten, sei es familiär oder im Geschäft oder arbeitsmäßig oder sonst wo oder in der Uni. Stolpersteine gibt es immer und überall. Und jeder von uns hat zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Immer zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden, wie er diesen Stolperstein, wie er diesen Test oder nenn es, wie du auch magst, wie er das hinnimmt. Das eine ist, okay, ich lasse den Stein da stehen, ich stelle mich vor den Stein hin und warte, bis ihn jemand wegschiebt und heul rum, bis der Stein vielleicht sich aufgelöst hat. Oder man sucht sich einfach eine Lösung. Eine Lösung wäre, ich suche mir Hilfe und schieb gemeinsam den Stein zur Seite. Ich gehe vielleicht links und rechts außen rum. Ich gehe über den Stein oder über den Felsen oder über den Hügel einfach drüber und eigne mir die und die Skills an oder hole mir das und das Equipment, um über den Stein drüber zu kommen. Und jeder von uns hat immer die Möglichkeit, sich für das ein oder für das andere zu entscheiden. Vielleicht nicht so in der vollen Gänze, weil man sich vielleicht noch nicht traut, weil man nicht glaubt, dass man es schafft und dass man wirklich da irgendwie all in geht und sagt, okay, alles, ich mache jetzt, was es kostet und bring diesen Stein weg. So ganz ist es vielleicht ein bisschen schwierig für den einen oder anderen am Start, aber du hast immer die zwei Möglichkeiten, entweder rumzuheulen oder eine Lösung zu suchen. Und was ich damit sagen möchte, um auf den Punkt zu kommen, ganz einfach und easy. Unsere Facebook-Gruppe, wo jetzt mittlerweile, glaube ich, fast schon über 6000 Leute mit dabei sind, ist optimal, um sich auszutauschen mit anderen. Hey, wie ist es dir da gegangen? Hey, warst du in einer ähnlichen Situation wie ich? Hilf mir doch mal. Das wären Posts, wo ich sage, hey, wenn nach Lösungen gesucht wird, ist das vollkommen in Ordnung. Was ich aber absolut nicht mehr sehen möchte, ist in unserer Gruppe und generell auch überhaupt unter den Kommentaren, unter den Videos, ist, dass nur rumgeheult wird. Rumheulen ist in Ordnung, wenn man einfach die Situation darlegt, wie, was, wo, warum vielleicht. Das ist manchmal ganz wichtig, aber im nächsten Atemzug muss immer auch gleich kommen, dass du nach einer Lösung suchst. Wenn du einfach nur schreibst, ich bin total deprimiert, alles ist scheiße, Punkt. Was sollen wir dann dazu schreiben? Was soll ich dir dazu kommentieren? Was erwartest du dir auf diese Aussage? Da gibt es keine Lösung, denn es gibt schon eine Lösung, aber viele fangen dann eben an, wenn sie diesen Negativball zugespielt bekommen, fangen sie an, ja und du hast ja recht und tut mir leid für dich und bla bla bla, und dann fängt dieser Negativkreislauf an. Und ich habe es öfter schon auch mal gesagt, ich bin eher der Freund des Engelsquadrats. Das Engelsquadrat ist das Gegenteil von Teufelskreis, ist, wenn du einfach aktiv selbst nach Lösungen suchst, selbst wenn du sie noch nicht weißt, wenn du das anstößt, dann wirst du sehen, dass die Diskussion und der Austausch mit deinen Mitmenschen in eine ganz andere Richtung geht, anstatt wenn du einfach nur rumheulst. So, jetzt muss ich meine Gedanken gerade noch ein bisschen sortieren. So, ich hoffe, ich habe es auf den Punkt gebracht. Ich möchte die Videos auch ein bisschen kürzer und knackiger halten. Schau, dass du nach Lösungen suchst. Rumheulen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise das Problem darlegen, drüber reden, ist vollkommen okay. Selbstreflexion gehört da auch mit dazu. Das ist in einem gewissen Maße vollkommen okay, aber versuch immer im nächsten Atemzug sofort gleich auch nach einer Lösung zu suchen oder nach einer Lösung zu fragen. Und es wird dir geholfen. Immer wenn du fragst, immer wenn du den Mund aufmachst und etwas erreichen möchtest,
dann wird immer irgendwie ein Feedback kommen. Immer. So, in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen nächsten Challenge-Tag. Hau rein, viel Spaß. Schau, wie gesagt, bei der No Sugar Sugar, beim No Sugar Sugar Gewinnspiel in unserer Challenge-Gruppe vorbei auf Facebook. Ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg und dann war es das auch mit den Updates für diese Woche. Samstag und Sonntag wird es keine Videos geben, erst wieder am Montag. Bin aber gespannt, was deine Postings so machen. Schau auch auf Instagram vorbei, nutze das Hashtag Low Carb Challenge, auch immer mehr, LC Challenge. Immer mehr posten da auch wunderbare Bilder auf Instagram. Nicht, dass wir den Server von Instagram noch irgendwie zum Zusammenbrechen bringen. Spaß beiseite, ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende, mach's gut und ich freue mich auf das nächste Challenge Update. Ciao!